Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meiner vorerst letzten Bücherwoche, aber gar nicht für lange, denn Anfang August bin ich mit Videos aus der Sommerpause zurück. Heute möchte ich über die letzte Juliwoche sprechen und ich habe da zwei Bücher beendet. Ich klammere ganz absichtlich die Bücher vom 1., 2. und 3. Juli aus, weil die natürlich dann im Juli-Rückblick zu sehen sein werden. Deswegen sind das heute auch nur zwei Bücher, wo ich einen schon letzte Woche angeteasert habe, dass wir es begonnen haben. Ich möchte ein bisschen was zu Stranger Things erzählen und nochmal auf das Booktube, Bookstagrammer Zuschauertreffen Heidelberg nächste Woche aufmerksam machen für alle ganz kurz Entschlossenen. Wer Lust hat, am Samstag sich mit uns in Heidelberg zu treffen, der kann hier gerne vorbeikommen. Treffen ist um 12.30 Uhr. Ich packe hier mal das Bildchen mit rein. Solltet ihr kein Instagram oder ähnliches haben, wo wir da bestimmt jetzt noch ein bisschen die Werbetrommeln rühren natürlich, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder meldet euch irgendwie auf Instagram sehr, sehr gerne. Dann teile ich euch das natürlich nochmal super gerne mit. Aber hier soweit auch die Infos. Ich werde geplant vor Ort sein und freue mich schon sehr, Heidelberg zu sehen, ganz viele liebe Menschen zu treffen und natürlich euch, wenn ihr gegebenenfalls in der Nähe seid und auch Lust habt, dabei zu sein. Ich habe zwei Bücher gelesen diese Woche. Der Krach gerade nebenan war sozusagen der Hund, der sich einfach hat auf den Boden plumpsen lassen. Da ist es, glaube ich, auch einfach ein bisschen kühler, als sich auf eine Decke zu legen. Ja, da hast du absolut recht. Ja, ich habe zwei Bücher gelesen und zwar begonnen, hat dann die Bücherwoche, also eigentlich schon die Woche vorher, aber zu beenden, war Endsinger von Jay Kristoff. Das ist der dritte Teil der Lotus-Krieg-Reihe und den habe ich gehört. Und ich habe ein Rezensionsexemplar von Sarah Backes gelesen, Die Türen von Theseus, was mir von ihr liebenswerterweise zur Verfügung gestellt wurde. Ich packe natürlich alle Bücher und die Zeitstempel, auch wenn ich dann über Serien und so weiter spreche, unten in die Infobox. Auch die Bücher natürlich, ob es Rezensionsexemplaren und so weiter, das findet ihr immer unten. Schaut da gerne mal vorbei, wie auch zum Beispiel mein Instagram-Account. Wenn ihr da vielleicht noch gar nicht wisst, dass ich unterwegs bin, dann schaut da gerne mal vorbei. Auch da wird es wahrscheinlich so eine kleine Sommerpause geben. Ich werde das ein oder andere Buch oder ähnlichem auf jeden Fall schon mal teilen. Aber ich versuche jetzt wirklich auch mal ein paar Wochen möglichst wenig online zu sein und auch wirklich Social Media mal einfach so ein bisschen abzuschalten. Und ich finde so, ein, zwei Mal braucht man das im Jahr. Das nächste Mal wird es eine Pause im Januar geben und ich glaube, also darüber denken wir jetzt noch nicht nach, da ist ja Winter und so, aber ich glaube, das tut manchmal einfach so dem Kopf und ja, all dem, was einen so beschäftigt, auch ganz gut. So, nun starten wir aber mit Endsinger von Jay Kristoff. Ich blende euch hier das Hörbuch ein. Das ist der dritte und finale Teil der Lotus-Krieg-Reihe und der ursprünglich erste Teil, glaube ich, war im Juni erschienen. Dann war, glaube ich, der zweite Teil im November oder Dezember und jetzt ist der dritte Teil ganz frisch hier. Ich habe das zusammen mit Roman gehört. Wir hatten auch Teil 1 und 2 schon zusammen gelesen. Seinen Instagram-Account packe ich ebenfalls unten in die Infobox. Ich werde euch auch mal das Video zum ersten Band unten verlinken, denn es ist natürlich schon schwierig, über einen dritten Band zu sprechen, ohne zu viel von Band 1 oder 2 zu spoilern. Aber wenn euch die Reihe jetzt vielleicht irgendwie interessiert, dann könnt ihr ja euch auch nochmal meine Gedanken zum ersten Band anhören. Das Cover, beziehungsweise alle drei Cover sind wirklich wunderschön geworden, selbst im Vergleich, wenn man sagt, oft sind ja die Originalcover schöner, das finde ich hier überhaupt nicht. Ich finde, dass der Crosscult Verlag wirklich ganz, ganz tolle Cover erstellt hat, zusammen mit in der Special Hardcover-Ausgabe immer mit einem besonderen Buchschnitt. Ich habe den ersten Band hier stehen. Ich hatte noch überlegt, ob sie mir doch nicht alle drei Bände bei mir einziehen sollen, aber nein. Die Vernunft siegt, der erste Band reicht als Stellvertreter dieser Reihe und es ist immer wieder schön, ja, hier im Grunde den Buchschnitt im Regal zu sehen. Es wird im November auch noch einen weiteren Band geben und zwar wird hier die Vorgeschichte erzählt und wir sind von der Zeit her 100 Jahre vor den Geschichten hier rund um Yukiko. Finde ich super spannend, muss aber auch sagen, dass ich den Hardcover-Preis, ich glaube 180 Seiten, 22, 24 Euro schon ein bisschen heftig finde. Aber ich glaube, da werde ich auch einfach wieder zum E-Book greifen, was mich persönlich ja gar nicht stört. Ich lese ja auch super gerne E-Books, von daher, das passt für mich. Die Sprecherin in diesem Hörbuch war Anne Dühe. Ich hoffe, man spricht ihren Nachnamen so aus. Ich habe von ihr gefühlt, glaube ich, noch nie was gehört.
Ich fand, wie sie gesprochen hat, ganz okay. Für mich hat ihre Stimme aber nicht ganz zu Yukiko gepasst. Denn Yukiko hatte jetzt bei den gelesenen Büchern oder gelesenen Geschichten, Anteilen, für mich in meinem Kopf eine andere Stimme. Und ich fand das tatsächlich anfangs sehr irritierend, mir die Geschichte irgendwie von so einer ganz anderen Stimme, das klingt total komisch, vorlesen zu lassen. Für mich hat es nicht hundertprozentig zu Yukiko gepasst, aber es war dennoch wunderbar vorgelesen. Es hatte Atmosphäre, das hat die Sprecherin, hat Anne Dühl wirklich gut gemacht. Ich bin nicht ganz warm mit der Stimme geworden, aber das ist ja komplett meine eigene Meinung. Ja, der dritte Teil setzt so ziemlich nahtlos an Teil 2. Und ursprünglich haben wir ja Yukiko kennengelernt, die mit ihrem Vater auf der Suche nach dem Donnertiger war, dem der Shogun unbedingt haben wollte. Wir sind hier in einem japanischen Fantasy-Setting, allerdings auch so ein bisschen mit Science-Fiction gemischt. Dieses typische Steampunk, wie man immer so schön sagt. Dieses Gefühl hat man hier, dass man eben durchaus moderne Dinge mit moderne Technik mit mittelalterlichen Setting so ein bisschen mischt. Das haben wir hier. Wir sind im asiatischen Raum unterwegs und Yukiko erzählt uns von ihrer Welt, was mit ihrer Familie passiert ist. Und sie sind auf der Suche eben nach dem Donnertiger und den findet Yukiko und ihr Vater samt der ganzen Schiffscrew auch relativ schnell. Und dann geht es eben darum, wie hier im Grunde dieses ganze Kaiserreich funktioniert, was es für Probleme gibt, dass es hier Rebellionen gibt, Intrigen gibt, dass es eben auch Probleme im Grunde mit der Umwelt gibt. Also ein Thema, was ja für uns heute noch aktueller ist als, glaube ich, noch vor 8, 9 Jahren, als Jack Kristoff auch das Buch geschrieben hat. Und das pflegt er alles wunderbar ein. Zudem hatte er hier wieder eine tolle weibliche Protagonistin geschaffen. Ich bin ja nach wie vor ein großer Fan von Mia Kovere aus Nevernight. Selten ein weiblicher Charakter, vielleicht neben einer Katniss Everdeen, der mich so beeindruckt zurückgelassen hat. Und das hat er hier auch wieder wunderbarst geschafft. Also wir erleben hier die Geschichte von Yukiko und wie sie das alles erlebt, wie sie sich entwickelt und natürlich auch mit dem Donnertiger Buru, den wir im Laufe der Geschichte auch näher kennenlernen. Die Geschichte geht fast nahtlos weiter. Es gab ja auch einen ganz gemeinen Cliffhanger in Band 2, der wurde auch wieder gut aufgegriffen und weitererzählt. Und die Geschichte nimmt nun eben ein episches Ende. Wir erfahren doch so einiges an Hintergrunddingen, sowohl was die Intrigen angeht, was Kriege, Kämpfereien angeht, aber auch rund um die Arashitora, meine Güte, wo wir auch wirklich viel über deren Lebensart und Weise erfahren, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ich möchte zur Handlung gar nicht viel erzählen, weil das macht in einem dritten Teil einfach keinen Sinn. Ich möchte sagen, dass diese Reihe wirklich episch war, dass sie einen grandiosen Abschluss bekommen hat, dass es wirklich eine wahnsinnig tolle, spannende, packende, tiefgründige, bildhafte, große Fantasy-Reihe ist und ich sie wirklich liebe. Also nach Nevernight hat mich hier Jack Kristoff mit seiner Fantasy wirklich mehr als packen können. Es ist wirklich mehr als groß, es ist episch. Das Worldbuilding ist der Wahnsinn, was Jack Kristoff sich hier hat ausgedacht. Es ist toll erzählt, es ist detailreich, es ist nicht langatmig, es ist nicht zu viel. Es hat für mich das richtige Maß, um mir Dinge vorstellen zu können, einen Film laufen zu lassen, mir Charaktere näher zu bringen, diese tiefgründig zu gestalten. Es gab auch wirklich neben Yukiko und Buru, die natürlich schon sehr stark und ausgeprägt erzählt werden, einige andere Nebencharaktere. Manche waren hintergründig, das war aber auch komplett egal, aber manche, die eben wichtig waren, die wurden uns eben wunderbarst auch gezeichnet, waren tiefgründig, Handlungen wurden in den meisten Fällen gut erklärt, sodass auch wenn ich vielleicht anders gehandelt hätte, es aber trotzdem nachvollziehen konnte. Ich hatte am Anfang vielleicht zu den ersten, zweiten Leseabschnitt so das ein oder andere Problem in die Geschichte reinzukommen. Es wurde zwar schon ein bisschen was wiederholt und manches erklärt, vielleicht lag es auch einfach am Hörbuch und nicht, dass ich es selbst gelesen habe, das möchte ich immer gar nicht ausschließen, aber wie ich dann drin war, war ich drin und wollte wirklich gegen Ende auch gar nicht mehr aufhören und wäre es nicht irgendwann einfach Abend gewesen und ich hatte was anderes vor, hätte ich es wohl dann an einem Rutsch auch beendet. Also es war sehr packend, es hat mich mitgenommen, es ist ein Wahnsinnsende, man sollte Taschentücher sich bereithalten, das gilt aber auch schon so ein bisschen für die anderen Bände. Ich fand wirklich, dass er hier wahnsinnig etwas Tolles geschaffen hat und ich fand auch, dass mit dem Donnertiger und
der Sturmreiterin und ich mochte das unglaublich gerne. Ich fand das wirklich lebendig, es hat sich echt angefühlt, es hat sich wie eine Erzählung angefühlt und nicht wie etwas Erfundenes. Und das fand ich richtig, richtig toll. Zudem habe ich mir auch zwei Dinge rausgeschrieben, jetzt aus dem dritten Band, dass eben kein Held je in seinem Bett gestorben ist. Das fand ich ein ganz schönes Zitat, wo ich dachte, das passt ja sehr häufig auf viele Fantasy-Helden zu. Und dann gab es auch noch das Lebenslied der Welt. Und das war wunderschön formuliert, wo es eben auch um Gefühle und ja, ich möchte gar nicht so viel spoilern oder irgendwas dazu sagen, aber ich fand das richtig, richtig schön. Auch einige andere Dinge habe ich mir gedanklich so aufgeschrieben. Allerdings liegt das Buch jetzt woanders, aber das war jetzt eben das, was mir noch so ein bisschen eingefallen ist. Und das fand ich richtig toll. Also eine wahnsinnige Reihe, absolute Empfehlung. Wer Fantasy mag, wer Science Fiction, wer Steampunk toll findet, wer tiefgründige Welten großartig findet und wer eben auch ja so dieser japanischen, asiatischen Kultur im Grunde was abgewinnen kann, der ist definitiv mit der Lotus-Krieg-Reihe Stormdancer, Endsinger und wie hieß der zweite Band? Auf jeden Fall damit absolut, wird es absolut von mir empfohlen. Mir hat die Reihe wirklich wahnsinnig gut gefallen, sogar so gut, dass mir jetzt gefühlt einfach alle Worte fehlen. Aber ich kann hier wirklich nur sagen, großes, großes, großes Fantasy-Kino. Ein wahnsinnig toller Abschluss, der wirklich Spaß gemacht hat. Und ich bin so gespannt, was uns von Mr. Christoff noch erwarten wird. Es kommt ja jetzt im August der dritte und abschließende Teil der Aurora-Reihe, den ich auf jeden Fall auch wieder hören werde. Und es kommt ja, ich glaube, dann im Oktober der zweite Teil zu dieser Lifelike-Reihe. Das war dieses rote Buch, wo wir ja auch ein bisschen mehr Science-Fiction hatten mit dieser künstlichen Intelligenz. Da kommt dann der dritte Teil und der zweite Teil ist, glaube ich, auch der abschließende Teil. Und dann mal sehen. Dann kommt Stormdancer, die Hintergrundgeschichte. Ja, das wird doch ein Christoff-Jahr. Also richtig, richtig toll. Von mir absolute Empfehlung für die ganze Reihe. Und ich habe das Lesen oder das Hören sehr, sehr, sehr genossen. Und das zweite und letzte Buch im Juni war dann Die Türen von Theseus von Sarah Backes. Das wurde mir von der Autorin dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, hat mich aufgrund des Covers wirklich sehr, sehr angesprochen. Dann habe ich den Klappentext gelesen, dann noch eine Leseprobe von ihr bekommen und ich war direkt fasziniert und dachte, ja, das klingt nach einem Mystery-Gruselbuch, wie ich es gerne lese und ich finde richtig, dass das toll gemacht ist. Es ist eine Self-Publisherin. Man sieht es so ein bisschen in der Haptik, man sieht es ein bisschen am Buchsatz. Ich meine das aber überhaupt nicht negativ, sondern daran erkennt man ja häufig einfach, dass es doch ein bisschen anders aussieht wie bei einem Verlag. Es wurde richtig süß von ihr auch signiert. Darüber habe ich mich natürlich auch sehr, sehr gefreut und war natürlich super neugierig. Und ich habe ja auch schon länger nichts mehr von einer Self-Publisherin gelesen. Damit meine ich zum Beispiel auch nicht eine Adriana Popescu, die als Mia Newman oder als Adriane Jakob oder so irgendwas veröffentlicht, sondern so mal richtig jemand etwas Neuem. Aber ich war super neugierig, denn ich kenne Theseus eigentlich nur aus der griechischen Mythologie. Denn das war ja der legendäre König von Athen. Und da gab es ja auch was mit einem Labyrinth und so weiter. Von daher, da habe ich gedacht, kommt das vielleicht irgendwie in die Richtung? Und schon hatte mich Sarah Backes. Ja, wir treffen in diesem Buch unter anderem auf Memo. Sie ist eine junge Mutter, die von einem Haus sehr angezogen wird. Und als sie sich dorthin so ein bisschen verirrt und auch dann rumführen lässt, merkt sie doch recht schnell, dass es sich eigentlich um ein Labyrinth handelt und nicht direkt nur um ein Haus. Es scheint, dass sich dort alle Wünsche erfüllen lassen werden könnten. Das war kein gutes Deutsch. Aber der erste Schein trügt recht schnell und das merkt Mimo auch an ihrer eigenen Haut. Denn sie ist nicht die Einzige in diesem Haus. Sie trifft unter anderem auf Noah, der schon eine ganze Weile dort unterwegs ist und gefangen ist und eingeschlossen ist und eben den Ausgang nicht mehr findet. Und beide tun sich nun zusammen und wollen sich gegen das sehr mysteriöse Haus zur Wehr setzen und auch den Ausgang dazu finden. Das Buch war wahnsinnig packend. Es ist düster, es ist brutal, es ist fesselnd.
Es ist Mystery Horror, wie ich ihn wirklich gerne lese, wie ich ihn auch als Film super gerne schauen würde. Und es gab einige Dinge, die für mich wirklich sehr, sehr, sehr unter die Haut gegangen sind. Es ist definitiv nichts für Leser mit leichten Nerven. Es ist auch nichts für Jugendliche. Ich würde es definitiv so ab 16 ansiedeln, würde ich, wenn es ein Film wäre, auf jeden Fall tun. Es geht wirklich sehr unter die Haut. Es ist auch wirklich an manchen Stellen schon recht brutal und auch blutig. Dementsprechend würde ich sagen, ja, ab 16 durchaus empfehlenswert. Was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, waren die Charaktere. Die sind in diesem Buch von Sarah Backes wahnsinnig gut gezeichnet. Es gibt tolle Entwicklungen, es gibt Entscheidungen, die ja nicht immer ganz meiner Entscheidungsfreude vielleicht irgendwie nahe gekommen wären, aber die ich nachvollziehen konnte. Ich fand auch wirklich diese Charakterentwicklung, den ganzen Weg, den die Charaktere gehen, richtig, richtig toll und super rübergebracht. Es war so nach den ersten 100 Seiten, die mir ein bisschen schwer von der Hand gingen. Es war ein bisschen holprig und ich hatte schon die Befürchtung, oh weh, ha, wird das so gar nicht deins, wirst du es irgendwie abbrechen. Das Buch hat knapp 500 Seiten und ich dachte, ja, so 100 Seiten ist noch zu wenig. So ein Drittel lese ich ja ganz gerne, also guckst du vielleicht mal, dass du so einfach mal noch ein bisschen weiterliest. Es war auch in den ersten 80, 100 Seiten nicht so, dass ich es irgendwie abgebrochen hätte. Es war schon spannend, es war nur vom Stil ein bisschen holprig. Aber als ich dann so dachte, jetzt gibst du da auf jeden Fall die Chance weiter, wurde es wirklich besser. Und ich frage mich tatsächlich, woran das liegt, dass der Anfang so ein bisschen holprig ist und dann wirklich wahnsinnig steil nach oben gegangen ist. Es wurde wirklich ein Page-Turner. Man will das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen. Ich musste mich am Abend dazu zwingen, weil es doch die ein oder andere düstere Passage hat und mir das manchmal nachts nicht ganz so gut tut, wenn der Puls nochmal so hoch geht. Ich brauche dann vielleicht doch nochmal ein bisschen was mich runterbringt. Aber da habe ich wirklich gedacht, Wahnsinn, warum nicht von Anfang an so? Und da zeigt es manchmal dann doch wieder, dass es sich lohnt, mehr als zum Beispiel nur 50, 60 Seiten zu lesen, sondern dem Buch wirklich so ein Drittel zu geben. Mein Problem an mancher Stelle war, dass es mir persönlich manchmal tatsächlich zu brutal war. Es hat schon manchmal so einen Splatter-Charakter gehabt und das ist was ich weder im Film mag, noch wirklich in einem Buch mag. Da habe ich manchmal die ein oder andere Verschnaufpause gebraucht. Das waren für mich auch wirklich Passagen, wo ja, mir es einfach persönlich zu viel war. Denn der Schreibstil ist tatsächlich sehr lebendig. Es ist schnell erzählt, es ist actionreich, es ist wirklich toll, auch wie das Tempo zunimmt und es bleibt einem eigentlich keine Zeit, um zu verschnaufen. Aber in diesen etwas brutalere Momente habe ich das gebraucht. Zudem ist es wirklich bildhaft erzählt, was dazu einfach führt, dass man es sich vorstellt. Und manchmal kann sich der Kopf ja Dinge viel mehr vorstellen, als wenn er sie gezeigt bekommt. Und wenn Sarah Backes dann manchmal auch noch so weggedreht ist von der Handlung, hat mein Kopf trotzdem weitergesponnen. Also sie musste gar nicht draufhalten, sie musste gar nicht zu viel erzählen, wobei sie das an mancher Stelle schon tat. Also jeder, der da Horror und wirklich Brutalität gerne liest, der ist hier schon an der richtigen Adresse. Es war auch nie unter die Gürtellinie. Also es war schon immer Brutalität, diese ganzen Lebewesen, die es in dem Haus gab, die man eben einfach schon verkraften kann. Also es war nicht zu viel, aber so eine Verschnaufpause war manchmal schon ganz, ganz gut. Es ist an den richtigen Stellen auch wunderbar ausschweifend. Das fand ich auch richtig gut. Wir haben hier verschiedenste Wesen wie Vampire, Kannibalen und das ist ja was ich ähnlich zu Zombies nicht so mag. Die fand ich dann schon heftig. Die treffen so ein bisschen aufeinander. Sie sind wirklich toll dargestellt. Sie sind realistisch gezeichnet, was, glaube ich, so ein ganz großes Problem ist. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also nach den 80 Seiten war es wirklich ein Buch, was ich irgendwie in zwei Happen weggesuchtet habe, weil es wirklich großen, großen Spaß gemacht hat. Und ich hatte hier wirklich 3, 4 wunderbare Tage mit diesem Buch und muss echt sagen, richtig tolles Bücherkino, wenn der holprige Start nicht wäre und vielleicht die ein oder andere Brutalität ein bisschen weniger gewesen wäre, wäre das für mich wirklich ein absolutes Highlight-Buch. Kann ich wirklich nur empfehlen und all die, die sich manchmal ein bisschen
bisschen kritisch, vielleicht zu Self-Publishern stellen, kann ich wirklich nur sagen, probiert es mit dem Buch. Es muss ja nicht das echte haptische Buch sein, sondern es kann ja dann vielleicht auch das E-Book sein, mit dem man das einfach mal ausprobiert. Aber hier habe ich wirklich eine Self-Publisherin, wo man wirklich merkt, da steckt viel Arbeit dahinter, da steckt auch viel Detailverliebtheit dahinter. Man hat wirklich ein gutes Korrektorat, Lektorat, so liest es sich zumindest. Ich muss jetzt direkt mal schauen, ob das irgendwie vorne drin steht. Wahrscheinlich nicht, nee, nur die Covergestaltung ist ja aber auch kein Muss. Aber vielleicht stand das hinten, habe ich das irgendwo gelesen? Nein, aber hier hinten haben wir sogar ein Bild. Ach, sehr schön. Das habe ich noch gar nicht gesehen, über die Autorin. Ja, ich war so entsetzt dann am Ende, dass ich gar nicht weiter dahin geguckt habe. Aber ja, liebe Sarah Backes, ich danke dir, dass ich das Buch lesen durfte. Ich hatte wirklich großen Grusel- und Mystery-Horror-Spaß und freue mich schon vielleicht auf das nächste Werk, was da vielleicht dann irgendwie erscheinen wird. Und ein Name, den ich definitiv im Kopf behalten werde. Und das waren sie jetzt auch schon, die beiden Bücher der Woche, also die beiden letzten Bücher im Juni. Und schwupps, waren wir irgendwie schon im zweiten Halbjahr. Ich fand tatsächlich, ja, das ging richtig, richtig schnell. Und jetzt steht auch schon bald der Sommerurlaub vor der Tür und darauf freue ich mich auch. 3 Wochen nichts denken, nichts sehen, nichts machen und einfach die Zeit genießen mit Familie, Freunden, Haustieren. Und Weasley wird da wohl die ein oder andere neue Lektion lernen. Wir sind hier nämlich fleißig an Kommandos üben, aber es gibt schon so Dinge, wo man denkt, da braucht man einfach mal ein bisschen mehr Ruhe als vielleicht nur einen Feierabend. Und aber ich genieße die Zeiten auch sehr. Also ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin einfach ein tierlieber Mensch und genieße die Zeit mit Katz und Hund ganz, ganz besonders. Neben den Büchern habe ich dann auch am Wochenende die letzten beiden Folgen der 4. Staffel von Stranger Things angesehen. Netflix hat ja diesmal die Staffel geteilt, hat im Juni die ersten 7 Folgen gezeigt und jetzt die letzten 2, passend so zum Wochenende am 1. Juli. Das sind aber Folgen, die wirklich, glaube ich, 1,5 und 2,25 Stunden Länge haben. Also wir sind hier wirklich in Spielfilmlänge. Und ich möchte gar nicht spoilern, ich möchte gar nichts groß erzählen, möchte nur so meine Eindrücke ein bisschen wiedergeben und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch über die Serie ein wenig auszutauschen. Ich war ein Riesenfan von Staffel 1, bei Staffel 2 hatte ich schon das ein oder andere, was ich ein bisschen schräg fand. Ich mochte Staffel 3 super gern, ich fand den Cliffhanger super gemein und ich habe auch ab der Folge 3 die 4. Staffel sehr gefeiert. Ich liebe an dieser Serie das 80er-Jahre-Feeling, ich mag die Musik, die Klamotten, wie die Menschen noch ticken, wie das gezeigt wird. Und jetzt bin ich ja ein Kind, das in den 80ern geboren ist und kann mich an vieles daraus natürlich noch erinnern. An Telefone, die in der Wand sind, an die Klamotten, an die Musik, die natürlich auch bei meinen Eltern gelaufen ist. Und das ist wirklich Feeling, wie ich es richtig, richtig toll finde, wie es realistisch ist, wie es gezeigt wird. Es hat den Charme von diesen Horrorfilmen aus den 80er Jahren, also man spürt schon so irgendwie eine Inspiration von Stephen King, von den unterschiedlichsten Filmen, egal ob wir dann auch irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, waren das schon die 80er oder war das sogar noch die 70er, egal. Man spürt so ein bisschen diesen Zeitgeist richtig, richtig gut, was natürlich durch den Schnitt super funktioniert. Es ist wirklich on point. Jeder Schnitt ist gefühlt wirklich perfekt. Der Soundtrack ist der Hammer. Es ist wirklich Einstellungen, Zoom-Ebenen, das Licht, der Ton, die verschiedensten Dinge, die uns gezeigt werden und auch wirklich all das, was ja nicht echt ist, das sieht hier so hochwertig, so toll aus, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich kann nachvollziehen, warum diese Serie so viel Geld gekostet hat, warum sie auch so viel Geld kostet. Ich finde, man sieht das, es sieht nichts billig oder merkwürdig oder irgendwie so nebenbei aus. Man merkt wirklich hier auch die Detailverliebtheit und das macht so einen großen Spaß. Die Handlung, ja, das ist, glaube ich, so mein Kritikpunkt. Ich fand es sehr schade, dass unser Krüppchen so extrem aufgeteilt wurde. Ich glaube, ich hätte das Zusammengebrachte irgendwie ein bisschen besser gefunden. Ich fand die ein oder andere Entwicklung ein bisschen schade. Es war aber besonders in... Also es gibt eine Wendung und ich möchte ganz weiter dazu sagen, die ich wahnsinnig gut fand. Es gibt Erklärungen, die ich spannend fand. Es gab einen neuen Charakter, den ich sofort ins Herz geschlossen habe, aber nicht, weil er zu unserer Truppe zugehörig ist, sondern auf der anderen Seite steht.
Und ich liebe diesen Schauspieler. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wem ich meine. Aber man kennt ihn durchaus aus zwei, drei anderen Filmen. Ich sage nur Harry Potter und Sweeney Todd. Sogar theoretisch war er nicht mal Chase. Ich glaube schon, ne? Im Film war er, glaube ich, Chase von City of Bones. Ja, wahnsinnig. Der Schauspieler ist on point. Ich liebe, wie sein Gesicht ist. Das ist sehr speziell, sehr besonders. Und ich glaube, entweder mag man es oder nicht. Und ich finde das Wahnsinn. Was er mit Augen, mit Mimik, mit kann, das ist wirklich der Hammer. Also, dass der junge Mann nicht mehr Filme dreht und Serien, bin ich wirklich erstaunt, aber großartig. Zudem treffen wir noch einen anderen Schauspieler, sogar einen deutschen Schauspieler, den wir auch aus Game of Thrones kennen, den ich auch richtig, richtig toll fand und ich von den Schauspielern sowieso begeistert bin. Von Winona Ryder, ich finde den Schauspieler toll, der Hopper spielt, der hat ja wahnsinnig auch abgenommen und das ist echt irre. Also wahnsinnig toller Cast und wirklich auch so richtig toll. Das Miteinander, dieses Gruppenfeeling, das ist richtig schön, wenn es dann auftritt, weil eben unsere Gruppe ja oft auch ein bisschen verstreuter ist oder die kleineren Grüppchen, wie sich das ergibt, wenn neue Charaktere dazukommen und es war emotional. Also besonders so die fünfte, sechste, siebte Folge, dann aber auch die achte Folge und dann hat mich aber in der neunten Folge und ich kann es auch nach vier Nächten nicht so richtig benennen, es hat mich irgendwie enttäuscht zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es den Weg genommen hat, der eben gegangen wurde, ob ich mit anderem gerechnet habe, ob ich weiß auch nicht. Irgendwie fand ich es gut, es ist keine Frage, es ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, was weiß ich, Game of Thrones Staffel 4 Folge 9 oder Staffel 3 Folge 9, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, erwartet habe. Aber ja, es war großartig, aber irgendwie habe ich noch auf was gewartet, was nicht passiert ist. Und ich kann es nicht benennen. Aber es ist absolute Empfehlung. Also ich finde, jeder sollte Stranger Things sich anschauen. Jeder, der da irgendwie was mit anfangen kann, den irgendwie so ein bisschen Grusel, Horror, Mystik, Freundschaft, 80er Jahre, wem das irgendwie anspricht, der ist hier definitiv richtig und wirklich Wahnsinn, was die auf die Beine stellen. Die Duffer-Brüder müssten das ja sein. Wahnsinn. Also ich wirklich großes, großes Kino und ich glaube, ich hätte jede Folge auch gerne im Kino gesehen und einfach auf ganz großer Leinwand mit dem geilen Sound und ja, also es ist echter Hammer und ich bin mega, mega gespannt, was uns in Staffel 5 erwarten wird. Staffel 4 lässt ja jetzt das Ende schon einiges erwarten oder welche Richtung eingeschlagen werden könnte. Ich hoffe mal, wir müssen keine 3 Jahre, glaube ich, haben wir jetzt gewartet, warten. Wenn dabei am Ende so etwas rauskommt, dann darf tatsächlich etwas auch einfach 2 oder 3 Jahre dauern. Denn es ist ja nicht schlimmer, als wenn einem irgendwas hingeworfen wird, nur so lieblos, wenn ich da nur an das Ende der 8. Staffel von Game of Thrones denke, wo man einfach irgendwie so viel Stress hatte und sich keine Zeit genommen hat. Sowas möchte ich mit Stranger Things definitiv nicht erleben. Und das war echt so eine Vorfreude und ein Warten, wie ich es bei den seltensten Serien hatte. Also ich glaube, so das letzte Mal, was ich gewartet habe, war ja Game of Thrones. Ich habe auf die 4. Staffel von Sherlock gewartet, ganz früher viel auf Lost gewartet. Ansonsten streamt man und binget man ja gefühlt immer alles weg. Also ja, große, große, große Serienempfehlung. Und Stranger Things hat sich da definitiv ganz, ganz weit oben in meinen Serien-Olymp geschlichen. Also richtig, richtig toll. Und ja, das war sie nun jetzt auch schon. Die letzte Bücherwoche vor dem Urlaub. Ich habe, glaube ich, auch tatsächlich nichts mehr auf den Zettel. Ich habe kurz über Heidelberg gesprochen, über die Bücher, über Stranger Things. Mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Sommer. Egal, ob ihr ihn mögt oder nicht. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns am ersten Samstag im August, ist das der 8., wiedersehen. Da wird es, denke ich, auch erstmal die Neuzugänge geben. Dann wird es, glaube ich, einen Monatsrückblick geben. Und dann starten wir irgendwann Mitte August mit den ersten beiden Bücherwochen vom August ein, wo ich auch noch ein bisschen Urlaub habe. Aber das machen wir dann alles im August. Und ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Juli und dann bis ganz bald im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.